So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. RS6. Diese Dreiviertelansicht von hier vorne, ne? Das ist so brutal schön, dieses Auto, dass alles zu spät ist. Also wirklich, Audi hat alles gegeben, damit der so viel anders aussieht. Ich finde den ganz normalen A6, ne? Das ist schon echt ein schönes Auto. Aber der da toppt wirklich alles. Der ist 4 cm breiter als normaler A6. Und zwar auf jeder Seite. Rechts und links. Jeweils 4 cm. Wo das noch besser rauskommt, also hier siehst du das natürlich, das hier ist so unfassbar breit, ey. Das ist nicht mehr normal. Das sieht sowas von rattenscharf aus, dass alles zu spät ist. Aber das machen die anderen wirklich anders, BMW und Mercedes. Diese breite Backe hier, ne? Das hier, das macht weder BMW noch Mercedes. Das macht tatsächlich nur Audi. Und das siehst du natürlich von hinten am allerbesten. Dann diese Kante, die hier so rumgezogen wird. Das sieht so schön aus. Und wenn du dann von hinten guckst, ne, denkt euch mal bitte einen normalen A6. Wir machen das so. Denkt euch mal bitte einen normalen A6 dazu. Wie breit ist dieses Auto? Alter, das ist einfach nur abgöttisch breit und abgöttisch schön. So. 600 PS, 800 Newtonmeter. Ich würde sagen, wir müssen auch mal eine Runde fahren. Nein, wir müssen erstmal, muss ich euch den Innenraum zeigen. So. Jetzt geht das mal los hier, ne? Also, erstmal Startknopf. Ding dong. Audi Sport. Hallo. Ah. Also, ich fange mal an mit den Sitzen, ne? Sitze sind natürlich Sportsitze und wir haben hier diese Nähte. Das Blaue, sieht man das überhaupt? Das sieht man gar nicht richtig. Sieht man das hier? Hier sieht man es. So sieht dieses Blau aus. Und das ist hier alles so gesteppt, ne? Alles ist so gesteppt. Das da ist so gesteppt. Hier oben ist schwarz gesteppt. Ozeanblau abgenäht. Guckt euch das mal an, Leute. Und dann hast du hier diese 12 Uhr Markierung. Auch in diesem Blau. Sieht man die Farbe? Alter, das ist einfach nur unfassbar schön. Also wir gehen aber ganz rum, weil ich das wirklich, das ist so schön gemacht. Ja, hier meine Bonbons. Hier, da sieht man, wer das gemacht hat, nämlich Audi Exclusive. Und jetzt kommt der absolute Oberhammer, Leute. Das hier. So, und dann das hier, ne? Das ist beleuchtet. Seht ihr das? Ihr seht es. Das ist beleuchtet, Leute. Und das finde ich so schön. Das ist hinten beleuchtet. Das ist natürlich da beleuchtet. Und hier ist es auch beleuchtet. Das sieht so verdammt gut aus und es ist so verdammt hilfreich, das einfach in der Nacht so zu haben. Es ist einfach praktisch und es sieht verdammt gut aus. Genau wie dieser komplette Innenraum hier. Guckt euch das an. Digga, das ist einfach nur so schön. Dann haben wir hier natürlich dunklen Alcantara-Himmel. Ich flippe komplett aus und dann guckt euch das mal an, bitte, diese Gurte. Und dann habe ich natürlich auch noch die Innenbeleuchtung auch noch reingestellt. Merkt man das, dass ich das ein bisschen schön finde? Also das ist Jetgrau hier. Jetgrau und Ozeanblau. Ist Audi Exclusive, ist sehr exklusiv, sieht extrem gut aus. Kostet aber auch ein paar Euronen. Ist leider so. Aber das macht diesen Innenraum wirklich besonders und besonders schön. Und ansonsten gibt es hier noch diesen Schaltknopf. Und in das Teil bin ich ja sowieso schon die ganze Zeit verliebt. Weil das ist so cool vom Handling her. Drückst du hier drauf und dann gehst du nach hinten. Wenn dann der Motor läuft, dann macht man halt mal an. Ne? Apropos Motor anmachen. Ja, das ist ein V8 Motor. Hört sich schon ganz gut an, oder? Ah,
Ja, die Tür ist offen. Entschuldigung. An. Und das ist auch gut so. Ist das mittig? Ungefähr, ne? Also so ist Klappe zu. Habt ihr gemerkt? Hat er ganz kurz die Klappe aufgemacht, ne? Boah, der Malmedy. Übrigens, weil das hier so dampft, ne? Der Motor ist warm. Glaubt es mir einfach. Es ist nur, der stand jetzt 5 Minuten hier rum. Alles ganz entspannt. Okay, dann machen wir jetzt, glaube ich, mal auf RS-Mode on, oder? Aber schon, ne? Ja. Obwohl er Ottopartikelfilter hat, hört er sich sehr, sehr gut an, aber es ist ein Audi. Sportlich, aber dezent. So richtig Popcorn, dieses was vielleicht der ein oder andere Mercedes oder der ein oder andere BMW vielleicht ganz gerne macht, das macht der hier nicht. Macht er während der Fahrt, aber sehr, sehr dezent. Wie laut das ist, weiß ich nicht, weil ich sitze immer im Auto. Also müsste mal drauf warten. Schon gut an. Und jetzt wollen wir uns das doch mal anhören hier in der Ruhe. Der pollert schon. Aber dann können wir jetzt mal ganz schön ins Näschen rein hier. Also der Sound ist gut, Leute. Boah, Alter, jedes Mal, wenn ich das sehe, ne, denke ich mir, Alter, jetzt sieht man, wie groß das Rad wirklich aussieht. So groß, wie es jetzt gerade aussieht, so groß sieht das Rad in echt aus. Und so groß ist es auch. Ja? Nämlich 22 Zoll. 22 Zoll, Alter. Ja. So, jetzt wollen wir mal langsam losfahren. Hä? So, also, wir waren bei dem Schaltknopf hier stehen geblieben. Drückst da drauf, patsch, dann geht Rückwärtsgang rein, patsch, geht D rein. Kippst den so rüber, auch das, wie das einrastet, ne? Das ist Audi, Leute. Das ist einfach Audi. Diese Präzision, dieses Tück, das ist einfach so schön. Und das Schönste daran ist, sie haben mein Jammern erhört, was die Schaltpedals anbetrifft. Ich habe immer gesagt, ey Leute, R8, ne? Und dann so eine Plastikschaltwippe, das kann doch gar nicht sein. Jetzt sind das richtige Schaltwippen, die ein richtiges Geräusch machen. So mag ich das. Kamera wird eingebaut und dann geht's los. Bitte los. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Ofen mich fährt. Also 600 Pferdchen, 800 Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden. 3,6 Sekunden soll der Ofen von 0 auf 100 gehen. Und das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Ich gehe mal in meinen abgesperrten Straßenmodus RS. So, so, so. Dann haben wir hier nochmal, genau, GPS zur Kontrolle. GPS hier. Audi RS6 hat tatsächlich eine Beschleunigungsmessung hier eingebaut. Du kannst die Rundenzeiten anzeigen lassen und, und. Ich habe hier mein eigenes Messgerät noch mitgebracht, um das zu kontrollieren, ob das auch wirklich stimmt. Und jetzt werden wir einfach mal 0 auf 100 machen. Launch Control ist aktiv und es geht brutal, brutal zur Sache. Mein Messgerät sagt 3,5 Sekunden von 0 auf 100 und der Audi selber sagt 3,7 von 0 auf 100. Also ich glaube eher dem GPS-Gerät tatsächlich. Ich habe gerade eben eine Zeit aufs Parkett gelegt, die habe ich auch gefilmt, zeige ich euch jetzt.
3,19 Sekunden von 0 auf 100. Freunde, geht's eigentlich noch? Ich mache die Messung jetzt nochmal, weil ich das wirklich wissen will. Mach dafür das ESC aus und werde mich da vorne nochmal hinstellen. Ich liebe diesen Audi RS6 vor allen Dingen und als allererstes, weil er ein Kombi ist. Und das hier geht raus an die MGmbH. Ja, weil die bauen den M5 als einziger von den drei großen nicht als Kombi. Ich verstehe es nicht. Herr Flasch, Markus. Also ganz ehrlich, so ein Auto als Kombi ist einfach für Leute, die gerne auch mal Sport machen oder sonstiges, einfach eine Wohltat. Ja? Und deswegen will ich unbedingt, dass auch ein M5 als Kombi gebaut wird. So, 0 auf 100 nochmal. Ja, das GPS ist schon mal ready, der hier ist auch ready. Jo, das war's schon wieder. Ganz kurz gucken. Alter! Alter! Also, Audi R6. Audi R6 sagt 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Es ging leicht bergab, ja, aber du kriegst nicht 4 Zehntel raus, nur weil es leicht bergab geht. 3,6 ist die Werksangabe auf 100. Dieses Auto fährt in 3,2, laut meinem GPS sogar in 3,121. Alter Schwede, wie schnell ist dieses Auto? Digga! So, dann machen wir gleich mal weiter mit der Kurvenperformance. Ich bin unterwegs auf meiner Hausstrecke. Die Kenner unter euch haben es schon bemerkt. Genau, und jetzt schauen wir mal, was der Ofen hier macht. Als allererstes mal, der hier ist ausgestattet mit dem DRC, Dynamic Ride Control. Ist ein Stahlfahrwerk mit adaptiven Dämpfern, die man natürlich verstellen kann. Aber es ist nicht das Luftfahrwerk. Über das Luftfahrwerk habe ich schon relativ viel gelesen und auch gehört. Und da heißt es, dass das für echte Sportfahrer zu komfortabel ist, beziehungsweise die Wankbewegungen von der Karosserie, die das Auto macht, quasi wenn du in die Kurve gehst und bremst und Gas gibst, ist noch zu groß, um wirklich Sportwagen-like zu sein. Und das DRC, das Fahrwerk, was wir hier drin haben, soll angeblich besser sein. Und das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Wir kommen jetzt gleich auf die Serpentinen zugefahren. Hinter mir ist ein Opel Astra, der meint, er müsste schneller als 50 fahren in der Ortschaft. Du. Ich zeig dir gleich, wo der Hammer hängt. Nicht böse sein, aber ich bin jetzt weg. Ortschaft ist vorbei und das Fahrwerk ist jetzt schon auf hart. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, er ist nicht härter als ein M5 Competition, mit dem ich ja schon sehr viel gefahren bin. Aber er hat so einen Tacken mehr Komfort als ein M5 Competition. Wenn du ganz normal startest, beide Autos in Komfort, dann sind die beiden Autos gleich hart. Und wenn ich sage hart, dann meine ich das auch so. Da komme ich später nochmal dazu. Jetzt fahren wir mal die Serpentinen. Es ist sehr wellig. In der Kurve gibt es Wellen. Ah, das Heckchen kommt auch leicht mit. Jetzt gehen wir hier ans Gas. Ja, da kommt das Ärschchen auch mit raus. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Das finde ich angemessen. So, und jetzt kommt hier, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Sehr schnell. Wechselnder Belag, es geht rauf und runter und das Auto macht gar nichts. Es ist wirklich, das liegt wie der Quattro. Oh. Hallöchen. Da kann man, also wenn du ans Gas gehst, da musst du dann schon mal gegenlenken. Habt ihr das gesehen? Alter, das war schon so eine, was ist das denn? Fast 3/4 Umdrehung gegengelenkt. Und mein GPS-Gerät ist wieder fertig für 0 auf 100, sagt er. Also ich sag mal so, er steht ganz gut im Saft, würde ich mal sagen, ja? Dieser Audi R6 hier. Das ist ja unfassbar. Alter, er liegt gut. Ein absolutes Brett im Straßenverkehr. Das ist unfassbar, auch auf der Strecke. Also ich meine, das ist hier jetzt keine Rennstrecke, aber das ist eine topfebene Straße mit sehr vielen Kurven. Und dieses Auto liegt da wirklich grandios. Du sitzt hier drin, die Allradlenkung, die optionale Allradlenkung, ist hier verbaut. Das Auto lenkt ultra, liegt ganz sauber auf der Straße, genau wie du das von einem Audi erwartest. Dass der keinen Muckser macht, keinen Zucker, keinen Ruckler, der überrascht dich nicht in der Kurve. Wenn du das gerade so eben, wie ich das gerade gemacht habe, wenn du das so übertreibst und das ESP aus ist, dann erlaubt dieses Auto auch Heckschwänzler.
Aber das musst du verdammt nochmal richtig wollen und richtig können, weil das macht der nur, wenn du das schon tausendmal geübt hast und weißt, wie das geht, ganz langsam rein und dann wirklich ohne Gnade voll drauf. Da darfst du nicht einmal zurückzucken, weil dann geht er sofort wieder in die ganz normale dynamische Kurvenfahrt. Aber wenn du dann voll drauf bleibst, dann erlaubt er dir einen ganz schönen Heckschwänzler. Das macht Spaß, das kannst du kontrollieren, du kannst das lernen. Aber eigentlich ist dieser RS6 eine Ausgeburt an Präzision, Agilität, Schnelligkeit und aber gleichzeitig Sicherheit und auch Komfort. Ich bin jetzt wirklich schon länger mit dem Auto unterwegs und was mir wirklich auffällt, ist die Ruhe, die einem dieses Auto gibt, die Souveränität. Du sitzt hier drin, du musst nicht jede Kurve irgendwie am letzten Limit anbremsen und keine Ahnung was, aber du kannst. Und das Auto stachelt dich auch nicht an, sondern es gibt dir diese absolute Souveränität, dass du hier genau so hier drin sitzt. Und du denkst so, ja gut, ist egal, wer kommt. Ich werde ihn nass machen. Und ich habe noch dazu hinten mein E-Bike drin. Und ich habe meine Skier da noch drin für meine ganze Familie, die da hinten drin sitzt. Und ich habe alles dabei, denn ich habe einen Kombi. Ja, Markus? Ich hoffe, du guckst dir das Video an. Trotzdem ist es etwas anderes als E63 und es ist auch was anderes als eine M5. Die Charakteristika von den drei Autos kann man am besten so beschreiben. Der E63 Kombi. Groß, verdammt schnell, verdammt laut, verdammt präsent. Aber optisch, sage ich jetzt mal so, eigentlich fast der dezenteste. Wenn du da hinten die Schilder wegmachst, weiß kein Mensch. Okay, wenn du die silbernen Auspuffendrohre hast, dann wissen sie es. Aber das muss man schon auch wissen. Wo man spätestens merkt, ist, wenn der Motor angeht oder das Auto an dir vorbeifährt, weil dieser E63 ist definitiv der lauteste, meines Erachtens, unter diesen drei. Was war das denn? Ist sowas kaputt gegangen? Nein! Ist der M5 lauter? Der M5 mit der Sportabgasanlage, der hat noch mehr Popcorn. Was war das denn? Ist sowas kaputt gegangen? Nein! Das kann der M5 meines Erachtens noch lauter, blecherner vielleicht. Und der E63 ist noch ein bisschen bollernder. Deswegen ist das nicht so laut oder es wirkt nicht so laut. Der hier, kannst du auch leise und laut machen und so weiter, der hat auch die Sportabgasanlage hier verbaut. Aber er ist der gediegenste in diesem Trio. Meine Meinung. Ja? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Meine Meinung ist tatsächlich, dass der hier der gemütlichste ist, was den Sound anbetrifft. Das ist schon schön, aber das ist eben nicht mehr, und das kommt natürlich auch vom Ottopartikelfilter, das ist eben nicht mehr dieses laute Geballer, dieses laute Geschrei. Das war der RS6, aber meines Erachtens noch nie. Der RS6 war immer der Gentleman. Das sind alles drei Gentlemen. Ich finde, ganz ehrlich, jeder kann sich da raussuchen, was er haben möchte. Okay. Jetzt machen wir einmal ernst, und zwar, was das Fahrverhalten anbetrifft. Ich gehe jetzt hier einmal in den RS-Mode, Audi Drive Select. Dann kann ich hier RS1 oder RS2 auswählen. RS2 ist mein Ding. Antrieb sportlich, Fahrwerk sportlich, Lenkung sportlich, Motorsound. Auch die Abstufung, ne? Dezent, automatisch, präsent. Dieses Wort präsent, wie Audi die lauteste Stufe beschreibt von ihrem Motorsound, präsent, das trifft zu. Das ist präsent, aber es ist nicht Supersport oder Sport Plus oder sonst irgendwie, wie das auch immer genannt wird. Das ist präsent. ESC Sport, ESC aus. So möchten wir das haben und jetzt werden wir einmal die schicken Kollegen Serpentin in Angriff nehmen. Und zwar im absoluten Sportmodus. So, View. Mir gefällt ehrlich gesagt dieser View am besten. Dieser RS-Modus ist schön, aber ich mag das mehr, ganz ehrlich. Hm? Hm. 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 Wir haben in diesem Auto 800 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben einen 4 Liter Turbomotor. Aber wir haben auch 2150 Kilo und einen großen Kombi. Jetzt zeige ich euch, wie der da hochgeht.
Ihr hört das schon, das Geräuschniveau ist ein bisschen was anderes als in so einem C oder E63. Aber er plästert schon auch ordentlich draus. Alter, du musst hier gegenlenken. Der will das nicht. Alter Schwede, geht die Bude ab. Also ganz ehrlich, ja, 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 M5 E63 gibt es diese Autos. Die sind da, ja. Aber du fährst die ja nie im direkten Vergleich. Und du wirst, auch wenn du dir so ein Audi kaufst, nicht vorher noch ein M5 Probe fahren oder ein E63S Probe fahren. Das wirst du nicht machen. Du wirst diesen Audi R6 kaufen, weil du ihn haben möchtest. Ja? Und das ist eine verdammt gute Idee, Leute. Navi, das Virtual Cockpit, dieses alles in einem Guss, ne? Das ist schon was, was mir extrem gut gefällt. Ja, es gibt Leute, die regen sich auf, habe ich überall die Toucher, sage ich ja, einmal Mikrofaser, dann ist das wieder weg. Aber es ist halt einfach genialst gemacht und ich finde es wirklich grandios. Das einzige Kritikpunkt, was ich wirklich ewig gesucht habe, ist tatsächlich Start-Stopp-Automatik aus. Geht hier bei der Heizung. Das hier ist für mich das Heizungsdisplay, so Wohlfühldisplay. Ne? Was muss ich, damit es mir gut geht, brauche ich das Display da unten. Das hier ist Navi und sonstige Einstellungen. Das hier ist Fahren und Driften. Und das da unten ist Wohlfühlen. Aber wie komme ich denn auf die Idee, dass da die Start-Stopp-Automatik ausgeht? Da komme ich doch im Leben nicht drauf. Und ich habe wirklich ewig gesucht. Da ist Sitzheizung, Sitzbelüftung, Klima, Temperatur, bla 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 bla. Alles ist da. Umluft, hin und her, ist alles Klima. Und dann ist da aber auch noch die Start-Stopp-Automatik. Das habe ich nicht verstanden. Sorry, Audi. Audi möchte, dass jeder, der in diesem Auto sitzt, sich denkt, yo, mich kann gar nichts aus der Ruhe bringen. Mich kann nichts aus der Spur bringen. Mich kann gar nichts nervös machen. Ich kriege niemals schwitzige Händchen in diesem Fahrzeug, obwohl ich 600 PS unterm Hintern habe und obwohl ich eigentlich immer und überall der Schnellste bin. Und das finde ich einen genialen Ansatz, weil diese Autos natürlich für Otto-Normalverbraucher gemacht sind und nicht für Rennfahrerkläuse. Ja, die haben damit auch ihren Spaß, aber die sind eigentlich natürlich für ganz normale Menschen gebaut, die ganz normal Auto fahren können. Und diese Audi R6 nimmt dir so viel ab und gibt dir so viel. Diese Allradlenkung, ich zeige euch das jetzt mal, wenn wir jetzt gleich abbiegen. So, pass auf. Wir biegen hier ab und das ist ja ein sehr, sehr großes Auto. Da würde man normalerweise, okay, jetzt muss ich ausholen. Aber du machst einfach so. Wupp, und das war 90 Grad. Und jetzt fahre ich da in die Parklücke. Und es ist so krass, wenn du in so eine Parklücke reinfährst, da merkst du es noch viel mehr. Ist der Wendekreis durch die Hinterachslenkung viel, viel kleiner. Das Auto ist so wendig, unfassbar in der Stadt, auf dem Parkplatz, beim Abbiegen. Du denkst dir immer so, hä? Wie leicht ging das denn jetzt? Na, ich fahre jetzt mal rückwärts. Da geht die Hinterachslenkung natürlich genauso. Und du kannst, wie auf einer Briefmarke, dreht sich das Auto. Das ist unfassbar. Diese Hinterachslenkung sorgt natürlich dafür, dass du bei schnellen Passagen mehr Ruhe ins Auto reinkriegst. Bei langsamer Fahrt bringt es mehr Wendigkeit, kleineren Wendekreis, kannst einfacher einparken, du musst nicht so vorkalkulieren. Ne? Beim Einparken musst du immer so, okay, und dann jetzt muss ich einschlagen. Wenn du das dann nicht machst, dann schaffst du es auch nicht mehr. Mit dem hier schaffst du es auf jeden Fall noch, weil du noch so viel Radius dazu geschenkt bekommst durch die Allradlenkung, dass alles zu spät ist. Das ist wirklich ein riesengroßes Plus. Bei dem Auto ist mir das erste Mal so richtig heftig aufgefallen. Wo man sich schon dran gewöhnen muss, ist die Breite. Also das muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn du so durch die Stadt fährst und siehst so rechts Bürgersteig, links ist entgegenkommender Verkehr, da steht mal eine Mülltonne oder sowas, da musst du schon immer so, ah, warte, nee, da muss ich noch ein bisschen rüber. Also das ist schon, da muss man sich dran gewöhnen. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Level, ich weiß, wie breit das Auto ist, aber es ist halt 8 cm breiter als ein normaler A6. 8 cm. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Ansage. So, Freunde, ich habe mich jetzt mal auf die Autobahn gemacht, weil das ist ein ausgewiesenes Autobahnfahrzeug. Wir haben jetzt hier leider das große Problem, dass die Geschwindigkeit auf 100 begrenzt ist und wir deswegen nicht 100, 200 machen können, was ich aber gerne machen würde mit meinem neuen Gerät. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Also jetzt sind wir im Komfort. Ne? Ich gehe jetzt mal wieder in meinen S-Modus. RS2. Alter, das ist krass.
Also jetzt merkst du wirklich, ich meine, auf der Landstraße ist das alles schön und gut und das macht Spaß und das funktioniert so, wie es funktionieren soll. Aber wenn du ihn jetzt hier in den RS-Modus reinscheuchst, ne, und du machst dann diese kurzen Gaswechsel bei hohen Drehzahlen, das ist schon, das bringt schon Laune, sage ich mal so, ne? Ja, dritter Gang. Und er schaltet trotzdem, obwohl ich im manuellen Modus bin, wenn ich das nicht mehr haben möchte, dann muss ich hier das Ding nach rechts schieben, den Kipphebel. Dann gehen wir mal in den dritten runter. Mal gucken, ob er den Gang hält. Ja, er hält den Gang, wir sind im Begrenzer, alles klar. So möchte ich das. Weil nur so kannst du dann auf der Rennstrecke auch mal ernst machen. Weil es gibt Kurven, da fährst du in den dritten rein, da bist du ganz kurz vorher im Begrenzer, aber du brauchst den dritten oder den zweiten dann sogar in der Kurve. Wenn das Auto dann automatisch in den vierten hochschaltet, dann bist du irgendwie voll aus dem Rhythmus rein. Deswegen muss der dritte drin bleiben. Genauso macht der RS6 das. Mag ich sehr gerne. Und ich latsche wieder rein und Feuer. Oh, 140, 160, 180. Alter, wie schnell das geht, das ist nicht mehr normal. 8,9 Sekunden, es ging leicht bergauf. Machen wir gleich nochmal. Dritter Gang, 90 km/h. Messgerät ist fertig. Na, jetzt sollte das doch gehen, ne? 100, 110, 120, 130, 140. 160, da sind schon die 170. Also, wir haben tatsächlich 8,487 Sekunden gebraucht von 100 auf 200, was fast 100%ig der Werksangabe entspricht. Und ich bin jetzt im Sportmodus, also das Fahrwerk ist auf der härtesten Stufe und ihr seht, glaube ich, dass sich mein Körper ein wenig bewegt. Also diese kurzen Stöße, die sind gerade Mittelspurschleicher, jetzt fahren wir auf die rechte Spur, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter. Da sieht man schon, ja, da bewegt sich was. Ne? Also, das ist eine S. Jetzt schalte ich mal um auf Komfort. Ja, die Automatik schaltet gleich in den achten Gang. Und das Hüppeln ist fast vorbei. Also es ist wirklich so, dass es dann, wenn es auf Komfort ist, du merkst immer noch, ja, ich sitze in einem S, aber es ist tatsächlich entspannt und vollkommen okay für die Langstrecke. So, Freunde, Fazit zum Dynamic Ride Control. Ganz ehrlich, ich finde dieses Fahrwerk absolut perfekt. Du kannst ja die Dämpfer verstellen, kannst hier von Komfort auf Normal und auf Dynamic gehen. Was haben wir? Efficiency, Komfort, Auto und Dynamic. Und das betrifft natürlich alles Mögliche, die Gangschaltung, die Lenkung, die Gasannahme und so weiter und so fort, aber eben auch das Fahrwerk. Und ich finde ganz ehrlich, dass dieses Fahrwerk eine super ausgewogene Mischung ist. Ja, du spürst das Gewicht, aber das kann man halt auch nicht wegdiskutieren. Ja? Wenn ein Auto 200 Kilo mehr wiegt als ein anderes Auto, dann spürst du das und dieses Gewicht kannst du einfach nicht wegdiskutieren, das ist da. Aber wir sind ganz weit weg davon, dass dieses Auto irgendwie teigig ist oder träge oder irgendwas, was nicht mit Sport zu tun hat. Ja? Der Motor ist eine Ausgeburt an Saft und Kraft. Lenkung, Allradlenkung, Straßenlage. Das Auto ist ein Big Banger, der für die Langstrecke, aber auch für absolut heftige Zwischensprints gemacht ist. Das Auto steht ultra schön da von außen. Es duftet innen drin sehr, sehr schön. Diese Nähte von Audi Exclusive und das Leder und das Alcantara und dieses ganze Innen- und Außenkonzept, auch dieses Schwarz und Silber außen, ne? Ich meine, das ist eine Farbkombi, das ist schon wirklich vom Allerfeinsten. Und mein Fazit lautet deswegen heute, lieber Herr Audi, bitte holen Sie dieses Fahrzeug nie wieder ab. Ich möchte es nämlich gerne behalten. Danke. Das war mein Fazit, Leute. Danke fürs Zugucken. Ja, ne, abonnieren und so, wisst ihr ja Bescheid, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ich sage herzlichen Dank. Einen wunderschönen Tag, Abend, guten Morgen, Nacht, wann immer ihr dieses Video anguckt. Ich hab euch lieb, tschüss.
euer Mathis. Ciao. Ein bisschen mehr Drehzeit könnte man bei der Verabschiedung schon an den Tag legen, ne?